ist das? Aha. Ja, super. Okay. War wieder mal außer Spesen nichts gewesen. Aber muss ja auch nicht. So, was ist, wenn man jetzt, ganz blöde Frage, wenn wir jetzt einfach nur der Hauptstory folgen? Ja. Hui. Ach, guck mal da, ein Monolith. Ist auch ein Monolith, ne? Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Hm. Noch mehr Münzen. Wird jetzt, Alter, die Aussicht. Ja, ich weiß, eisig und so weiter, aber trotzdem diese Aussicht. Diese Aussicht. Neue Basislager entdeckt. Funkturm. Ein altes sowjetisches Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. So, die Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt lang? Da, da, da. Da, da, da. Was ist das denn? Ach so, beide Wege führen hierhin. Au! Au! Au, wo ist die denn gelandet? Alter, oh oh. Sind die böse? Die sind böse, guck mal. Wir haben bald Kontakt. Oh, 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 oh. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Wir gehen nicht in Deckung. Nein. Boah, weg, 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 weg. Nein. Los jetzt. Boah. Ja, in Counter-Strike war ich nie online. Verdammt. Ich laufe da einfach hin. Hallo. Na, auch hier. So, einmal natürlich die absurdesten Umwege gehen. Was? 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 Was war das? Was? Hä? Was? Ich kriege hier immer irgendwas angezeigt, aber dann so schnell. So. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Was macht die da? Streichelt die da die Wände? So, nur damit das klar ist. Wir können hier höchst... Was? Breitblatt-Kletterpfeile. Ach du Schande. Kriegen wir denn irgendwas hier? Sag mal, einen ganz kurzen Moment. Ich muss mal ganz kurz was gucken, ja? Weil das... Ein bisschen nervt mich das schon mit der Grafik. Voreinstellung, Benutzerniveau, Texturenqualität hoch. Schattenqualität hoch. Weiche Sonnenschatten, Umgebungstiefen, Detailfesselungs, dynamisches Blattwerk, Blooming. Wo ist denn das mit den Partikeln? Oder sehe ich das jetzt hier wieder nicht? Linsenreflexion. Aha, aha, aha. Nur ganz, ganz kurz nur, ja, ganz kurz nur. Qualität. Texturen schaffen, Winkeln. Tiefenunschärfe, Detailstufe. Aber ich möchte das eigentlich gar nicht so. Aber ich möchte einfach nur ein bisschen dynamisches Blattwerk. Brauchen wir das? Ach Quatsch, komm. Das bringt uns jetzt nicht um, ganz ehrlich. So, hier nochmal ans Feuer gehen. Ich habe euch ja gesagt, warum. So, Fähigkeiten, Waffen. Lass uns mal gucken bei den Waffen. Komm, machen wir jetzt einfach mal. Okay, die Pistole, Revolver. Mhm, Upgrades verfügbar. Oder welche wollen wir denn? Schaden? Wir haben aber doch nur den Revolver, oder nicht? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Welchen haben wir denn? Haben wir jetzt alle drei? Nein. Geh mal raus. Ja, ja, ja. Nein. Entschuldige. Aha. Okay, sehr spannend. Aber wir haben nur eine Pistole. Egal. So, ach, guck mal an, hier. Wow, Propaganda. Noch mehr Sowjetpropaganda. Ne. Die Nacht echt? Wird uns nicht an der Arbeit hindern. Das ist keine Propaganda, das ist ein scheiß Kackchef. Kannst du sagen, was du willst. So, und jetzt aufbrechen. Ich hoffe, da ist niemand drin. Wow, Furatschuppen. Nutzen Sie, was? Byzantinische Münzen, um den Ausrüstungstechniker von Trinity-Objekten abzukaufen. So enthalten sie eh gedrückt, um sie zu kaufen. Ah ja, okay. Warte mal, kriege ich da jetzt vielleicht die Seilpfeile? Boah, das wäre super.
Kanzu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert, sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Na gut. Ich mach das jetzt mal nicht. Haben wir irgendwas? Was ist das denn? Fertigungswerkzeug. Ich bin voll. Schade. Was ist das? Ich bin voll. Was? Ach nee, ich bin nicht voll. Ich habe... Ah. Gewehr, Laser. Ich brauche... Ah, jetzt verstehe ich. Gewehr, Granatwerfer. Steinklemmen, aha. Schalldämpfer. Gibt's hier nichts für den... Hä? Nichts für die Pfeile? Ich bin nicht voll, sondern ich habe nicht genügend Militärgewehr. Taktische Schrotflinte. Ich brauche Pfeile. Hallo, Pfeile. Was? Schalldämpfer. Brauche ich gar nicht. Was ist das? Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Tja, das ist doch immer so. Aber gut, okay. Ja, gegen Pfeile und so weiter. Das ist keine Atombombe. Was? Das ist gut. Ja, das ist immer so. Einheimisches Volk kann man am besten mit hochmodernen Waffen beikommen. Alter, ist das dein Ernst? Lara? Ich danke dir. So, das bringt mich jetzt aber immer noch nicht zum Funkturm. Ich will ja nicht pumpig sein. Wow. Ich kann nicht weiter hoch? Ich dachte, ich komme jetzt voll weit hoch. Hä? Warte mal, bevor ich das jetzt mache, muss ich da... Muss ich das machen? Ah ja, ich muss das machen. Ich komme! Die Berichte bleiben aus. Ja. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird... Werden wir einschreiten? Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Au! Verdammt, ich habe die optionale Quest nicht gemacht, ey. Verdammt. Und wir haben eine platte Nase natürlich. Hallöchen. Lara, geht es dir gut? Was? Oh, Gott sei Dank. Anna. Was? Hä? Was? Was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Ja. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie...
Oh oh. Fass sie nicht an! Bitte nicht. Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Ich wusste es. Wusste es. Du. Nein. Du gehörst zu denen. Ich glaub das einfach nicht. Du Dreck! Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Erna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Du miese Kleine. Vielleicht kann er einfach nicht anders. Was? Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. So, ich habe mir das schon gedacht, als wir uns auf den Stuhl befunden haben, gefunden haben, dass unsere liebe blonde Fristo halt nicht ganz so ist, wie sie zu sein scheint.
Als sie vorhin weggetreten wurde, die Lara, musste ich kurz lachen. Sorry, aber das war so ein bisschen absurd. Halt doch mal die Klappe. Können oder wollen?